Liebe Freunde, herzlich willkommen zu diesem ganz, ganz geilen Video. Wirklich, da würde ich direkt sagen, boah, geil, 5 Sterne, Daumen hoch. Ja. Favorisieren würde ich alles direkt machen. Ich würde dir für dieses Video einen Oscar geben. Ich habe voll Glitzer im Auge, meine ganze Augen glitzern. Ja, aber wahrscheinlich, weil du hier diesen Glitzerstern angefasst hast. Oh. Apropos Glitzer, wir haben heute schillernde Gäste, wir haben ganz erfolgreiche Gäste. Wir haben 3 Stück an der Zahl. Wirklich quasi die Chippendales der Webvideoszene. Wir haben hier heute Marcel Becker-Neu, Marc Schießer und Tui Loof. Ja. Guten Tag. Guten Tag. Das ist ein innerliches Blumenpflücken, euch hier zu haben. Sagt doch mal nach der Reihe, was macht ihr eigentlich bei Wishlist und was ist eure Aufgabe? Fang doch einfach mal an. Genau, ich bin einer der Autoren, habe es geschrieben, Drehbuch, Regie, Produktion und Schnitt. Ich bin auch einer der 3 Produzenten, habe das mit Marc zusammen geschrieben. Ich bin einer der Darsteller und ich habe die ganze Musik komponiert und produziert. Ui, ich bin einer auch der anderen 3 Produzenten und einer der 2 Kameramänner, mit denen wir das gedreht haben. Mhm. Und dann haben wir unser Trio hier so vollständig. Das drehen nur 2 Leute? Aber da 2 Kameramänner nur? Ja, tatsächlich. Also, was heißt nur? Also, üblicherweise dreht man sogar nur mit einem Kameramann. Ist das so? Und, wir machen es tatsächlich mit 2 Kameramännern und schießen da sehr viel in Szenen gleichzeitig, dass wir da einfach covern ohne Ende. An der Stelle übrigens nochmal Props an Daniel Ernst, 2. Kameramann, geiler Typ. Ihr seid ja quasi die Macher. Die Macher von Wishlist, der Erfolgsserie auf YouTube. Steht man auf und sagt, boah. Jeden einzelnen Tag. Ja. So, boah, ich bin der Macher von Wishlist, ja. Geil ist das. Guckt in den Spiegel, kann es nicht fassen und dann fängt man an zur Arbeit. Das ist geil. Habt ihr mit dem Erfolg gerechnet? Total, genau. Von Anfang an wussten wir eigentlich, Grimmpreis und Sicherpreis. Das wird alles kommen. Nee, wir waren mega überrascht davon. Als wir die erste Staffel gemacht haben, da wussten wir gar nicht, womit wir rechnen konnten. Und wir hatten eigentlich befürchtet, dass es kaum jemand guckt, weil es ja auch etwas Neues für YouTube, so 15 Minuten, Fiction, längere Folgen und so. Und von daher wurden wir mega überrollt von dem ganzen Erfolg. Und hoffen sich, dass sich das bei Staffel 2 jetzt so ein bisschen wiederholt. Da werden wir natürlich helfen. Wir werden schön retweeten, wir werden posten, liken. Die erste Folge lief ja schon überaus erfolgreich natürlich auf YouTube an. Und gibt es irgendeine große Änderung? Also ist vielleicht jemand aus dem Cast nicht mehr da, der in der ersten Staffel dabei war? Marcel, reden wir mal ein bisschen. Ja, meine Rolle wurde gestrichen. Blöderweise. Hab's gewusst. Hab da keinen großen Einfluss draus als Autor. Die meisten wissen es, glaube ich, schon, aber die Rolle Janine, also die Schauspielerin, die ist halt schwanger geworden letztes Jahr und deswegen mussten sie halt... Während des Drehs oder? Ja, wir wissen nicht genau, wer der Vater ist. Ja. Hast du den Vaterschaftstest gemacht? Genau. Sieht genauso aus wie ich das Kind. Nee, sie ist schwanger geworden, konnte deswegen leider nicht mit uns drehen, aber wir konnten sie sehr, sehr gut ersetzen. Mit Jeanne Gousseau, eine großartige Schauspielerin und kann man sich ja selber vorstellen. Mega hartes Casting, wir haben eigentlich jede blonde Schauspielerin in Deutschland uns angeguckt, weil es gibt gar nicht so viele, wie man denkt. So. Also gute Schauspielerin, die auch richtig gut spielen können und blond sind und gut aussehen. Wie lange dreht man denn für so eine Serie? Wie viele Folgen, also wie viele Folgen besteht die 2. Staffel? 12. Wie lange dreht man? 70 Tage. Boah. Dreht man da durch oder macht man 2 Wochen Pause? Wir drehen auf jeden Fall richtig durch da. Wir sind tatsächlich schon am Stück, kann man sagen. Wir haben halt mal ab und zu mal, sagen wir mal, das Team hat mal einen Tag frei zwischendurch, aber wir haben eigentlich den ganzen Sommer durchgeredet. Ne? Juli, August, September bis in Oktober rein. Da war nicht in Malle, ne? Konnte man nicht gehen. Wir hatten mal das, als wir bei den Videodays waren, den Trailer präsentiert haben, da ist das ganze Team dann hin, aber ansonsten haben wir eigentlich echt durchgezogen. Hat man manchmal so Phasen, wo man denkt, boah, ich habe jetzt echt keinen Bock mehr. Jeden Tag. Wir machen einfach immer nur 3 Folgen. Nee, es ist schon echt, es ist schon echt anstrengend, weil in den 70 Tagen musste mega viel Content produziert werden. Die Serie geht 7 Stunden fast so am Stück. Das heißt, manchmal 5 bis 10 Minuten an einem Tag drehen in der Qualität ist echt eine fette Herausforderung. Und von daher geht das schon an die Substanz. Aber wir haben ein super geiles Team und mit denen haben wir das irgendwie gerockt. Vor allem, wenn man dann so belohnt wird. Ich meine, ihr habt ja so viele Preise gewonnen hier. Deutschen Fernsehpreis, Grimme-Preis, Crossmediale, Programminnovation und Webvideopreis Deutschland. Das ist ja schon krass. Also ist das nicht geil? Und wo stehen die Preise? Bei wem von euch stehen die Preise? Im Büro. Und wie wählt ihr eure YouTube-Stars aus, die da mitmachen? Es sind ja Dagi wieder dabei. Wer ist noch dabei gewesen? Mr. Trashback war auch. Die Klee-Männer sind dabei gewesen. Florentin Will wird in der 2. Staffel vorkommen. Phil Laude ist am Start. Phil Laude. Ja, wie wählen wir die aus? Nach Reichweite. Genau, genau. Es muss halt irgendwie passen, ne? Es muss sich halt irgendwie einbauen lassen, dass es irgendwie in die Story passt und das nicht zu sehr sprengt. Das ist halt auch eine Gratwanderung. Also so wir denken das ja auch schon beim Schreiben. Genau, das ist auch eine der schwierigsten Sachen beim Schreiben, das so einzubauen, dass es nicht zu sehr rausfällt, aber die Community will es ja auch sehen. Und trotzdem wollen wir, dass die Geschichte sich trotzdem immer noch so anfühlt,
düster und ernst so und diese Auftritte da irgendwie reinpassen. Von daher ist das so echt die Gratwanderung, die wir da gehen. Schreibt ihr für die YouTuber anders als für echte Schauspieler, weil die ja keine Schauspieler sind? Passen das auf die, also wir schreiben es auf die Personen. Ihr habt ja vor ein paar Tagen lief ja die erste Folge und ihr habt uns ja einen exklusiven Trailer für die zweite Staffel mitgebracht. Wollen wir da mal reinschauen? Ja, unbedingt, oder? Macht's ab. Eine Idee, was wir hier machen? Ihr verteilt die Wünsche und Aufgaben. Ist ein interessantes Gefühl, oder? Was jetzt geschieht, passiert alles nur deinetwegen. Alles, was diese Menschen jetzt tun, wie sie das Leben von sich und anderen beeinflussen, wie sie sich verhalten, welche moralischen Entscheidungen sie treffen, all das geschieht nur, weil du diese eine unschuldige Taste gedrückt hast. Wow. Meine Nackenhaare haben sich aufgestellt und wieder runter. Wieder hoch. Das ist der Oberhammer. Toll. Guckt ihr eigentlich vom Spiegel heute schon geübt, oder? So, das ist schon. Wir wurden ja bisher noch nicht gefragt für eine Rolle. Obwohl, Benni kann guten Anwalt halt spielen. Wo seht ihr euch denn so? Was würdet ihr gerne spielen? So ein Kioskbesitzer. Irgendwie, dass wir zusammenarbeiten, irgendwie zusammen irgendwie aus dem Laden kommen und so, du lässt irgendwas fallen. Seid ihr schon besoffen? Oder? Ich weiß nicht, wir trinken Whisky. Das ist jetzt eine Wasserflasche. So, und du bist der Büchenbesitzer. Ihr wolltet nicht trinken eigentlich. Ja. Was ist da los? Mensch, Klaus, schon wieder die Wasserflasche. Ja, was denn? Wenn die so schwer sind und so glitschig. Und komm, geh mal in die Pause. Dann werde ich das machen. Danke aus. Das war gut. Habt ihr ein paar Tipps für angehende Schauspielstars? Zum Beispiel Texte lernen. Wie kann man am besten Texte lernen? Boah, das fällt mir ehrlich gesagt, ich habe nicht so viel Text, aber mir fällt das super schwer. Ich muss das mega oft durchgehen und dann spreche ich mir das immer laut vor. Wir haben ja gesagt, wir passen die Texte an die Fähigkeiten der Darsteller an. Darum sagt er halt sehr viel mal, ich weiß nicht, ist eigentlich so sein Text in allen Szenen. Ja, er hat die Texte auch selber geschrieben. Ja. Nee, ich habe mit dem, jungen Go gesprochen, der den Kim spielt. Mhm. Und der meinte, also wenn du eine wirklich emotionale Szene hast, dann musst du den Text so heftig drauf haben, dass wenn ich nachts um 4 jemand weg, dann musst du den abspulen können. So. Was müsste passieren, damit ihr sagt, Wishlist 2 war ein Flop? Gibt es auch das Szenario, dass ihr sagt, okay, damit, wir haben uns jetzt total viel erhofft, aber es ist ein Flop? Klar, wenn die Leute alle schreiben, was für eine Scheiße so, die erste war viel geiler. Diese Stimmen wird es bestimmt geben, weil die Staffel ist ein bisschen mutiger, experimenteller, gewagter, so, nimmt sich mehr Zeit, ist manchmal ein bisschen ernster und so. Liebe Freunde, checkt Wishlist ab. Link zu geil, der Folge geil. In der Infobox zum Kanal. Auch abonniert und supportet die Jungs, weil die machen mit Rundfunkgebühr genau das Richtige. Nicht so wie wir, so Quatsch und hier, keine Ahnung, sondern die machen es richtig. Michaela Schäfer oder Walter Freiwald. Das die machen es richtig. Ja. Ihr schaut vorbei. Gut, liebe Freunde, auf Worldwide Wiedersehen und farewell. Guck mal, W wie Wishlist. Ja, Wishlist.